Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Bevor ich jetzt der Kollegin Schardt-Sauer das Wort erteile für die Fraktion der Freien Demokraten, darf ich Sie noch informieren, dass eingegangen und auch an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Hessens Sozialdienstleister in der COVID-19-Pandemie, Drucksache 20-3366. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das Top 15 und kann, wenn Sie dem nicht widersprechen, mit dem Top 14 zu dem gleichen Thema aufgerufen werden. So machen wir es. Frau Kollegin Schardt-Sauer, Sie haben das Wort, und ich darf noch einmal darum bitten, dass trotz einer angeregten Debatte mehr Ruhe im Plenarsaal herrscht und dem Redner Ihre vollumfängliche Aufmerksamkeit zukommt. Danke schön. Bitte schön, Frau Schardt-Sauer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Heute ist der 4. Juli, ein wahrlich besonderer Tag. Es wurde mehrfach zitiert. Nein, ich meine nicht den Independence Day, den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Das ist ein Tag der Freude, werter Kollege Wagner. Heute ist in Hessen ein trauriger Tag für den Parlamentarismus. Denn heute werden Sie von Schwarz-Grün den Nachtrag II und ein milliardenschweres kreditfinanziertes Sondervermögen beschließen und einen wahrlich spektakulären Sonderweg abschließen. Und werter Kollege Wagner, Ihr Drama, Sie sollten sich etwas mehr, es wird immer von Verantwortung gegenüber den Menschen, den Bürgern geredet, Ihr Drama würde etwas mehr Faktensubstanz vertragen. Und beschäftigen wir uns doch einmal mit den Fakten in diesem spektakulären schwarz-grünen Sonderweg. In der Konsequenz, liebe Kollegen von Schwarz-Grün, erhöhen Sie hier und jetzt die Verschuldung unseres Landes um einen Schlag, um ein Drittel auf über 55 Milliarden €. Das ist eine schwere, das ist eine gewaltige Last für kommende Jahre und eine schwere Bürde für kommende Generationen. Zu Recht. Zu Recht konnten wir doch bisher stolz sein, in Hessen den Anstieg der Schulden zumindest gestoppt zu haben. In den letzten 4 Haushalten vor Corona ging es sogar los mit der Tilgung der Schuldenlast. Zwar von uns moniert im Schneckentempo, aber es ging los. Und gerade die CDU-Kollegen, sie haben sich und ihren damaligen Finanzminister in unzähligen Aktuellen Stunden dafür ausgiebig gelobt und gefeiert. Dieser Weg der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte war und ist nur mit der Schuldenbremse möglich. Diese Schuldenbremse ermöglicht uns in den Parlamenten die Handlungsfähigkeit in schwierigen Zeiten. Dieser Weg einer soliden Haushaltspolitik ist notwendig, um diese Generationengerechtigkeit wirklich zu hinterlegen, zu sichern. Er ist unverzichtbar, will man künftig Verantwortlichen überhaupt Gestaltungsspielraum hier in den Parlamenten ermöglichen. Wolfgang Schäuble mahnte aktuell zum 75. Geburtstag der CDU seine Partei entsprechend, die Kraft des soliden Wirtschaftens zu bleiben. Und, ich zitiere, im Interesse nachfolgender Generationen ein Gegengewicht zu einer allzu lockeren Geldpolitik zu bilden. Und die Erklärung der Fachsprecher der CDU-CSU-Fraktion zu einer soliden Haushaltsführung bereits ausführlich zitiert, aber es bleibt fachlich ein Genuss. Einzig, man fragt sich, werte Kollegen, warum hört es hier in Wiesbaden niemand bei der CDU-Fraktion? Die Corona-Pandemie ist eine große Herausforderung, eine Herausforderung für Europa, für Deutschland und für uns in Hessen. Es ist unser aller Verantwortung, diese Krise zu bekämpfen und die Folgen zu bewältigen. Und auch wenn Schwarz-Grün das anders sieht, es anders darstellt, andere Bilder versucht zu stellen, jetzt auf allen Kanälen, die Freien Demokraten
und die Sozialdemokraten. Ja, die Opposition hat ihre Verantwortung wahrgenommen. Wir haben den Weg für den Nachtrag 1 freigemacht und zu Beginn der Krise schnell reagiert. Und im Nachtragshaushalt 1 hat dieser Landtag einstimmig Mehrausgaben von 2 Milliarden € bewilligt. Ich weiß, sehr geehrte Damen und Herren von der Regierungskoalition, es passt nicht zu dem Märchen, der Bremsklotz oder was wir alles für technische Begriffe gelernt haben, Blockade, Bolzen, dass Sie den Bürgerinnen und Bürgern aktuell erzählen. Fakt ist, dass diese Opposition, sie war und ist immer noch bereit, alles Notwendige zu unterstützen und Haushaltsmittel bereitzustellen, um die Krise unmittelbar und direkt zu bekämpfen. Und werte Kollegen, in den Debatten der letzten zweieinhalb Wochen verbreiteten CDU, Grüne und die Landesregierung immer wieder Mythen. Es lohnt sich daher schon ein wenig, dies am Ende dieses Weges näher zu beleuchten. Es wurde mehrfach zitiert, auch von der Kollegin Klaus, Notwendigkeit der Mittel und Handeln jetzt. Es wird betont, das Sondervermögen muss jetzt kommen und muss in diesem Ausmaß kommen, auch weil die Menschen und die Unternehmen jetzt Hilfe warten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger, wie auch im Übrigen Vereine und Unternehmen, erwarten Hilfe. Und genau diese Hilfe unterstützen wir Freien Demokraten ausdrücklich. Da wir jetzt an der Schwelle sozusagen des Übergangs zum Sondervermögen, ich sage mal in die Schattenwelt, stehen, lohnt sich ein Blick auf den Vollzug des Nachtragshaushalts. Noch können wir ja einen Blick in den Vollzug werfen. Und dabei ganz speziell der Corona-bedingten Mehrausgaben. Mit dem letzten sogenannten Kontoauszug, es ist der letzte, vom 29.06.2020 sind Mittel in Höhe von 1.241.272.681 € angemeldet bewilligt. Ausgezahlt, werter Herr Wagner, der Sie doch so schnell helfen wollen. Tatsächlich geflossen sind hingegen erst 619.092.242 €. Die bewilligten 1,24 Milliarden € sind im Verhältnis zur bereitgestellten Summe, von diesem Parlament im Rekordtempo bereitgestellten Summe, nicht einmal zwei Drittel. Aber mit der Zahlenkombination zwei Drittel haben Sie es ja eh nicht so in der Regierungskoalition. Fakt ist, werte Kollegen von Schwarz-Grün, Sie haben jetzt freie Mittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sie geben die Mittel nur nicht aus. Sieht so schnelle Hilfe aus, Herr Wagner? Freie Demokraten und SPD? Freie Demokraten und SPD sehen durchaus weiteren Bedarf zur Hilfe. Und es besteht, es bedarf weiterer Mittel in diesem Jahr, um die Krise zielgenau, um dort zu helfen. Und hier hatten wir Ihnen ein tragfähiges, ein solides Alternativkonzept vorgelegt. Da können Sie erzählen, was Sie wollen. Die Drucksachen des Landtags lügen nicht. Dieses Antragspaket, Herr Wagner, mit einem Volumen von insgesamt 4,5 Milliarden €. Dahinter steht ein umfassendes Hilfsprogramm. Ein umfassendes Hilfspaket, überlegt von den Kollegen der SPD-Fraktion und der Freien Demokraten. Doch was macht diese Regierungskoalition, die von Blockadebolzen und schlechtem Ton, bockiger Opposition und derartigen spricht? Diskutiert man sachlich über Elemente und Lösungswege? Tauscht man sich aus im Haushaltsausschuss? Ja, es war spät, aber man hätte ja doch noch einmal reden können. Nein, ablehnen, Macht demonstrieren geht schneller. Eine Anekdote dabei aus den Kontoauszügen an diesem Abend kann ich mir nicht verkneifen. Das Finanzministerium war zu Beginn schnell dabei, den Posten verschiedener Einnahmeausfälle, man erinnere sich zu Beginn, hier für die Hessenpark GmbH anzumelden. 200.000 € mussten es sein, sofort. Abgerufen am 30. Juni 2020 242 €. Also ist echt viel. Zugleich ist
Zugleich aber ist diese Landesregierung bei den Soforthilfen, die wirklich sehr zentral sind, restriktiv. Bloß kein eigenes Programm, keine Hilfen bei Solo-Selbstständigen, einfach Bundesprogramm, batsch, batsch, gleich umsetzen, mehr aber auch nicht. Ja, uns ist bewusst, dass dies zusätzliche hessische Mittel fordert. Nur worum geht es dann hier in Hessen momentan? Um Wärmedämmung? Nein, es muss uns doch um Hilfe für die Menschen, für die Selbstständigen, für die Firmen gehen. Es geht um Hilfen für die Wirtschaft, für Branchen wie der Veranstaltungsbranche. Dort begegnen sie Menschen, denen förmlich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und das Schlimme ist, für diese Menschen fehlen jegliche Perspektiven. Für die gibt es keine Programme. Da bleiben sie Antworten schuldig. Lieber Wärmedämmung. Das Virus weiter in der Mär. Das Virus kennt kein Haushaltsjahr. Grüne und CDU werden nicht müde, das zu betonen. Das Virus kennt kein Haushaltsjahr. Das hat auch keiner behauptet. Freie Demokraten und SPD sind vielmehr der Überzeugung, dass es auch 2021 noch Maßnahmen bedarf, die im Zusammenhang mit der Pandemie stehen. Sie von Schwarz-Grün wissen aber heute schon, Mitte 2020 hellseherisch, dass Corona bis 2023 bleibt. Und dann meinen Sie, das Virus kennt die hessische Legislaturperiode vielleicht? Werte Kollegen, Sie behaupten, eine solche Krise könnte man nicht den Nachtragshaushalten bewältigen. Warum dann nicht? Bis zum heutigen Tage, dem 4. Juli 2020, bleiben Sie eine sachliche Antwort schuldig. Mal abgesehen, dass Sie selbst gerade den zweiten Nachtrag verabschieden. Sie können auch im regulären Haushalt 2021, wir haben schon unsere nächsten Arbeitsprogramme erfahren, im November geht es wieder los, auf Situationen, Notwendigkeiten und Entwicklungen in diesem Land reagieren. Aber das wollen Sie gar nicht. Sie wollen jetzt, heute, zweifellos bestehende Notsituationen maximal ausnutzen, um den Rest der Wahlperiode mit möglichst wenig Stress zu verbringen. Werte Kollegen, ich finde es schon bemerkenswert, dass der Ministerpräsident uns hier am Donnerstag erklärt hat, er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie man das langfristig regeln sollte, und meinte Förderprogramme oder die Partnerschaft mit den Kommunen. Bei einem so langjährigen Mitglied des Landtags und sehr erfahrenem Regierungsmitglied wie dem Ministerpräsidenten hätte ich schon mehr Sachkenntnis erwartet. Das Instrument heißt nämlich ganz einfach Verpflichtungsermächtigung. Und dieses Instrument, dient seit Jahrzehnten in der Haushaltspolitik zur Absicherung langjähriger, mehrjähriger Verpflichtungen. Und Sie haben mit uns gemeinsam beim ersten Nachtrag zur Bekämpfung der Pandemie neben den 2 Milliarden da kam nämlich noch eine Milliarde, wird gerne unterschlagen, fällt ja dann nicht so auf. Ausgaben auch die Ermächtigung für die kommenden Jahre, eben solche Verpflichtungen einzugehen. Damals, also vor 3 Monaten, da haben Sie im Gesetz geschrieben, sofern zur Umsetzung der Maßnahme zusätzliche Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren erforderlich werden. Also das geht tatsächlich so in so einem normalen Haushalt. Zusammenfassend, all Ihre Aussagen enthalten in der Sache keine rechtlich zwingenden Argumente, die gegen den Weg von SPD und FDP sprechen würden. Was also bleibt übrig? Wir Schwarz-Grünen wollen eine Schatzkiste. Auf einen Schlag so viel Geld wie möglich als Vorrat aufnehmen und 3 Jahre lang entspannt zurücklehnen. Corona dient als legitimes Mittel für unfassbar viele Schulden. Und das machen Sie jetzt. Sicher ein Wunsch, ein Traum, den so manche Koalition hat, aber noch einmal zu Beginn der Debatte, Corona ist und darf nie ein Automatismus für Schulden sein. Kredite gibt es nur für Maßnahmen, die den Corona-Check bestehen. Wir müssen
Und wir wissen noch gar nicht, wie das weitergeht. Das ist auch ein Teil der Verantwortung. Wir müssen unsere finanziellen Kräfte bündeln, eben auf die Bewältigung der Krise. Vor allem aber das Paket, das so wichtige Hilfen enthalten soll, das Paket, das schuldenfinanziert ist, es muss vor allen Dingen rechtlich tragfähig sein. Es muss verfassungsgemäß sein. Und, werte Kollegen, das sind Zweifel angebracht. Die Schuldenbremse ist in der Hessischen Verfassung Artikel 141 verankert. Sie wird im Ausführungsgesetz konkretisiert. Dort heißt es, der Haushalt ist ungeachtet der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung des Landtags und der Landesregierung, jetzt kommt ein schöner Teil, grundsätzlich ohne Kredite auszugleichen. Na ja, das ist der Grundsatz, an den wir uns alle, außer die Linksfraktion, halten müssen. Die Verfassung aber bestimmt in Absatz 3 und 4 auch Ausnahmen. Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen stützen dabei ihr Sondervermögen auf Artikel 141 Absatz 4. Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, dann kann man abweichen. Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Die Feststellung ist im Gesetz zu treffen. Aber für 2023 und in der Höhe von 12 Milliarden € können wir das heute nicht seriös feststellen. Das Gesetz, das Sie heute abschließend im Paket auf den Weg bringen, und damit will ich zum Schluss kommen, es könnte gegen die hessische Verfassung verstoßen, weil der zeitliche Zusammenhang fehlt und die unmittelbare Zweckverwendung. All das, was Sie machen, ist wackelig. Das, was SPD und FDP anbieten, ist solide, rechtssicher, schnell verfügbar, generationengerecht und zielgenau. Unser Vorschlag, werte Kollegin Frau Claus, unser Vorschlag ist genau das, was Hessen braucht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Jan Schalauske. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielleicht hilft es in der Debatte, noch einmal zu schauen, in welchem Umfeld wir uns eigentlich bewegen. Wir erleben in diesen Tagen einen, wenn nicht vielleicht sogar den größten wirtschaftlichen Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik und des Landes Hessen. Ja, die Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung, die waren richtig, die waren wichtig, sie waren politisch notwendig. Aber die Maßnahmen haben eine sich bereits abzeichnende Wirtschaftskrise dramatisch beschleunigt. Die Folge? Ein Anstieg von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, unzählige Insolvenzen drohen, Millionen Menschen bangen um ihre Existenz. Und in der Krise sind die bereits bestehenden sozialen Ungleichheiten in unserer Gesellschaft noch einmal massiver zutage getreten. Deswegen ist für uns als LINKE völlig klar, wer die Folgen der Wirtschaftskrise bekämpfen will, wer die Menschen vor dem sozialen Abstieg und vor Armut schützen möchte, der muss für soziale Sicherheit, für gute Arbeit, gute Löhne, menschenwürdige Teilhabe von Erwerbslosen sorgen, und der muss auch den gigantischen Reichtum in den Händen weniger endlich gerechter besteuern. In der Krise braucht es einen handlungsfähigen Staat, der die Mittel in die Hand nimmt, um soziale Sicherheit und ein starkes Gemeinwesen mit einer guten Infrastruktur zu gewährleisten. Und spätestens jetzt, so wenn ich mir die Debatte hier so anhöre, zeigt sich doch, dass die Schuldenbremse einer entschlossenen Politik in der Krise massiv im Wege steht. Nicht, dass man das hätte auch früher wissen können. Ich denke da an die Warnungen von kritischen Ökonomen, von Gewerkschaften, aber auch wir LINKEN haben immer davor gewarnt, dass die Schuldenbremse für heutige und kommende Generationen fatale Folgen haben könnte. Wir haben den Befürwortern der Schuldenbremse immer vorgehalten, dass die Errichtung von bezahlbaren Wohnungen, die Sanierung von Schulen und Krankenhäusern, die Finanzierung von Frauenhäusern, die Bekämpfung von Armut und günstigere Preise in Bus und Bahn für heutige und kommende Generationen doch viel, viel wichtiger sind als ausgeglichene Haushalte. Ja, und Frau Claus und an die Fraktion der CDU gewandt, wenn Sie dann heute sagen, ja,
unsere Kinder würden uns irgendwann fragen, wenn wir heute keine Kredite aufnehmen würden, aber dafür eben nicht Arbeitsplätze retten oder neue Arbeitsplätze schaffen würden, was wir dann getan haben. Ja, natürlich, damit haben Sie recht. Aber wenn Sie das doch ernst meinen, was Sie sagen, dann verabschieden Sie sich doch heute auch endgültig von der Politik der Schuldenbremse, die diesen Entwicklungen im Wege steht. Und die Debatte ist doch auch deswegen interessant, weil wir hier in diesem Plenum noch vor nicht allzu langer Zeit von CDU, von FDP, von Grünen, aber sogar auch von der SPD für unsere Haltung zur Schuldenbremse verlacht, verschrien und verspottet worden sind. Aber das stimmt, die FDP hat ihre Haltung nicht geändert. Das Gleiche gilt für uns wie für die Linken. Das haben wir ja gemeinsam, ne? Dass wir unsere Haltung nicht geändert haben. Das Schöne aber ist, ihre Haltung mag sich nicht geändert haben, aber das Blatt hat sich gewendet, wie sich eben in den Debatten der letzten Wochen gezeigt hat. Das Blatt hat sich gewendet, und in der Krise haben auch CDU und Grüne und damit ausgerechnet diejenigen, die uns seit Jahren gepredigt haben, schwarze Null, ausgeglichene Haushalte, Schuldenbremse, die das zum obersten Ziel der hessischen Landespolitik verklärt haben, auch die müssen endlich eingestehen, welche unsinnigen Fesseln sie sich mit dieser Schuldenbremse auferlegt haben. Und das finde ich gut. Aber okay, die Debatte hat auch etwas anderes gezeigt. Diese Erkenntnisse, und dafür noch einmal vielen Dank für die Klarstellung, Herr Wagner, die resultieren nicht aus grundsätzlichen Überzeugungen. Das haben im Übrigen auch die Beiträge vom Ministerpräsident Bouffier und vom Finanzminister Boddenberg diese Woche gezeigt, sondern sie scheinen vielmehr kurzfristigen taktischen Überlegungen mit Blick auf Wahlperioden geleitet zu sein. Das mag so sein. Aber für uns gilt, wie dem auch sei, wir wissen natürlich, die Schuldenbremse ist heute noch nicht abgeschafft. Aber sie wird wenigstens für diese Legislaturperiode ausgesetzt. Und wir werden weiter nach Kräften daran arbeiten, dass die Entscheidung zum 141er Ausführungsgesetz nur der Anfang vom Ende der Schuldenbremse sein wird. Und mit Blick auf diese Woche sage ich, links wirkt, meine Damen und Herren. Und Kollege Wagner und die Fraktion der GRÜNEN, wir werden Sie schon daran erinnern, dass man in der Krise nicht weiter hineinsparen darf. Das haben Sie heute gesagt. Wir werden Sie auch in den kommenden Jahren daran erinnern. Darauf können Sie sich kräftig verlassen. Wir entscheiden jetzt heute also zum zweiten Mal über einen Antrag der Landesregierung zur Feststellung einer Notsituation nach § 141 Landesverfassung. Aus unserer Sicht völlig unstrittig, dass wir uns in einer Notsituation befinden. Reden Sie einmal mit den Menschen auf der Straße. Strittig ist allerdings, wie wir mit dieser Situation umgehen. Weniger strittig war es beim ersten Nachtragshaushalt. Hier hatte die Landesregierung breit informiert. Sie hatte auch breite Zustimmung im Landtag erhalten. Jetzt entschied sie sich für einen anderen Weg. Sie führte Gespräche in Hinterzimmern mit 4 von 5 demokratischen Fraktionen. Und wenn Ministerpräsident Bouffier dann davon spricht, man solle hier in Wiesbaden pfleglich miteinander umgehen, wobei besonders pfleglich ist die CDU mit der LINKEN ja noch nie umgegangen, dann sollte er sich aber fragen, ob dieser Umgang mit dem Parlament Ausweis eines pfleglichen Umgangs ist. Wir sind da komplett anderer Auffassung. Die Landesregierung, die hat jetzt die Absicht, ein Sondervermögen von 12 Milliarden € zu errichten und daraus dann Ausgaben im Haushalt zu finanzieren. Von einigen wird entgegengehalten, dass ein solches Sondervermögen das Parlament entmachte. Auch wir haben uns frühzeitig Sorgen um die parlamentarische Kontrolle gemacht. Und wir nehmen interessiert zur Kenntnis, dass CDU und GRÜNE, auch wenn sie es nun bloß gar nicht und überhaupt ja nicht zugeben wollen, einem Vorschlag der LINKEN gefolgt sind, wie man die parlamentarische Kontrolle des Sondervermögens noch verbessern kann. Ich würde sagen, zum zweiten Mal, links wirkt, meine Damen und Herren, auch wenn Sie es nicht zugeben können. Einen anderen Vorschlag haben Sie bedauerlicherweise abgelehnt im Haushaltsausschuss, und Sie werden ihn wohl auch heute ablehnen.
In einer der tiefsten wirtschaftlichen Krisen unseres Landes will sich jetzt die Landesregierung von CDU und GRÜNEN darauf festlegen, dass man die Kredite, die zweifelsohne jetzt notwendig sind, über einen Zeitraum von lediglich 30 Jahren tilgen will. Wenig überzeugend. Immerhin hat es auch dort eine Veränderung gegeben. Sie sind ja von dem größten Irrsinn, dass man Kredite innerhalb von 7 Jahren tilgen muss. Wenigstens von diesem größten Irrsinn sind Sie abgerückt. 7 Jahre, eine Idee der Anthroposophen. Aber der Tilgungsplan, den Sie jetzt vorlegen, der ist doch geradezu widersinnig, weil Sie wollen noch in der Zeit tilgen, in der Sie die Mittel aus dem Sondervermögen entnehmen wollen, nämlich schon bereits ab 2021. Ich finde, Sie müssen sich doch entscheiden, wollen Sie jetzt schon tilgen oder wollen Sie Geld aus dem Sondervermögen entnehmen? Beides zusammen, das ist doch Quatsch. Und der vorliegende Tilgungsplan droht, neue Kürzungsrunden einzuleiten. Und das werden wir entschieden entgegentreten. Dem werden wir entschieden entgegentreten. Ja? Und auch wenn wir es richtig finden, dass die Landesregierung die Schuldenbremse für einige Jahre aussetzt, heißt das nicht, dass CDU und GRÜNE diese Mittel dann richtig einsetzen. Und es heißt auch nicht, dass diese Mittel überhaupt ausreichen. Ja, 12 Milliarden € sind viel Geld. Bei der Haushaltsdebatte der letzten Jahre hatte übrigens DIE LINKE für Mehrausgaben von 1,5 bis 2 Milliarden € geworben und ist von Ihnen allen dafür schwer gescholten worden. Ich finde, für kommende Debatten können Sie sich gleich einmal neue Argumente suchen, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN. Die Zahl von 12 Milliarden die schrumpft gewaltig, wenn man auf die Steuerausfälle blickt, die da prognostiziert werden. Ich tippe einmal schon jetzt. Und da muss man kein großer Prophet für sein. Die Mittel werden nicht ausreichen. Was im Übrigen aber auch nicht reicht, sind die Zwecke, die Sie im Sondervermögen vorsehen. Mit Ihren Plänen kommt Hessen sehr wahrscheinlich nicht einmal aus der aktuellen konjunkturellen Krise. Aber die schwarz-grünen Pläne reichen überhaupt nicht, um die soziale und ökologische Krise zu bewältigen, in der wir stecken. Ganz zu schweigen von unserer maroden öffentlichen Infrastruktur, Schulen, Schienen und Straßen. Wir sind der festen Überzeugung, in der Krise und darüber hinauf darf es nicht ein bloßes Weiter-so geben. Notwendig ist ein echter Neustart aus der Krise und ein grundsätzlicher sozial-ökologischer Umbau unseres Landes. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist richtig, dass aus dem Sondervermögen Kulturschaffende, Jugendherbergen, wobei auch da könnte es ein bisschen mehr sein, Pflegekräfte, Frauenhäuser, Studierende und Auszubildende unterstützt werden. Das ist ja richtig. Aber was Sie völlig vergessen, ist, dass vor Corona in Hessen auch schon einiges im Argen lag. Nach 20 Jahren CDU-geführten Landesregierung erkennt man die Schulgebäude in vielen Kommunen daran, dass sie eines der heruntergekommensten Gebäude im ganzen Stadtteil sind. In Hessen ist es die traurige Normalität, dass Schulen gesperrt werden mussten, weil sie zu baufällig sind. Es fehlt an Kitas und Krippenplätzen. Bezahlbarer Wohnungsraum im Ballungsgebiet ist nicht zu finden. Krankenhäuser wurden privatisiert oder geschlossen. Und die Verkehrs- und Energiewende die beschränkt sich auf ein paar Elektroautos. Und der ÖPNV platzt weiterhin aus allen Nähten, auch trotz der Krise. Und in dieser Normalität der Defizite wollen CDU und GRÜNE mit ihrem Gute Zukunft sichern, verbrämten Sondervermögensgesetz wieder zurück. Ich sage ganz ausdrücklich, wir wollen das nicht. Und Kollege Wagner, Sie haben behauptet, das schwarz-grüne Sondervermögen gebe eine große Antwort für die Probleme unseres Landes. Wir glauben, das ist keine große Antwort. Es ist ein kleines Pflaster für noch viel größere Probleme. Und hier brauchen wir auch viel, viel größere Antworten. Und da will ich einmal daran erinnern, welche Zahlen diese Normalität abbilden. 900.000 Menschen vor Corona waren in Hessen von Armut bedroht oder betroffen. Sie stehen 1.400 Einkommensmillionären gegenüber. Zwei Familien in Hessen besitzen ein höheres Vermögen als die Summe der Staatsverschuldung unseres Bundeslandes. Das sind doch Belege dafür, wie diese Normalität ausgesehen hat. Deswegen bin ich der Meinung, eine gute Zukunft für Hessen kann man nur sichern mit einem Neustart, der massiv in die Erneuerung unserer Infrastruktur nach sozialen und ökologischen Kriterien investiert und der die soziale Sicherheit der Menschen garantiert und den Reichtum in unserem Land gerechter besteuert. Deshalb
Wir geben Ihnen heute die Möglichkeit, mit unserem Antrag in den nächsten Jahren 20 Milliarden € mehr auszugeben. Ausgeben für ein Gesundheitswesen in öffentlicher Hand, für Investitionen in moderne und ressourcensparende Gebäude, gerade in den Kommunen, in Schulen und Sportplätze, für bezahlbaren Wohnraum, den Ausbau und Qualitätssteigerung bei der Kinderbetreuung und günstigere Preise und bessere Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr, auch auf dem Land. Und das, Kollege Weiß, das wäre im Übrigen das Programm eines linken Finanzministers. Die Sache mit der Schuldenbremse, die hätten wir in 100 Tagen erledigt. Ich kann nur dazu aufrufen, ändern Sie Ihre Haltung zur Schuldenbremse, so wie es viele aufrechte Sozialdemokraten an der Basis auch fordern. Dann könnten Sie mit uns dabei sein, dieses Land sozial und ökologisch zu erneuern. Dazu lade ich euch ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, dass ausgerechnet die GRÜNEN uns vorwerfen wollen, das, was die LINKEN wollen, das sei, Schulden zu machen. Ja, und wir haben auch keinen Hehl daraus gemacht. Wir müssen Kredite aufnehmen in dieser Krise. Aber wir sind auch diejenigen, die wissen, wie man diese Kredite wieder abtragen kann. Was uns von den GRÜNEN unterscheidet, ist, dass Sie Kredite aufnehmen wollen, aber gar nicht wissen, wie man die wieder bezahlen will. Das ist doch die Wahrheit. Geld ist in diesem Land genug da. Das haben uns jetzt CDU und GRÜNE auch noch einmal bestätigt. Und es bleibt aber dabei, es ist falsch verteilt. Die Taschen derjenigen, die in der letzten Krise, ich erinnere an die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 fortfolgende, die damals als systemrelevant galten, deren Taschen sind praller gefüllt als je zuvor. Deswegen finden wir, diejenigen, die über große Vermögen verfügen, müssen endlich gerechter an den Kosten der Krise und stärker an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligt werden. Unterlassen wir es jetzt, für ein gerechteres Steuersystem zu sorgen, dann wird die jetzige Krise zu einer Krise der öffentlichen Haushalte umgewidmet werden, die dann noch von den kleinen Leuten bezahlt werden soll. Das, meine Damen und Herren, darf nicht passieren. Wer von öffentlichen Schulden spricht, der darf zum privaten Reichtum in diesem Land nicht schweigen. Geld gibt es in diesem Land genug. Wir sollten es von denen holen, die es haben. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. CDU und GRÜNE haben die Schuldenbremse beschädigt. CDU und GRÜNE haben die Schuldenbremse beschädigt. Das finden wir gut. Notsituation in Angesicht von Pandemie und Wirtschaftskrise zweifelsohne gegeben. Sondervermögen kann man machen. Ohne milliardenschwere Kredite über einen längeren Zeitraum wird es ohnehin nicht gehen. Es kommt halt aber darauf an, was man daraus macht. Und hier versagen CDU und GRÜNE bei der Bewältigung der alten, der gegenwärtigen und der zukünftigen Probleme. Daran wird sie DIE LINKE auch in den nächsten Monaten weiter erinnern. Ja, vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Für die Landesregierung spricht der Finanzminister. Staatsminister Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mir zu Beginn meiner Rede noch einmal und Ihnen darlegen, in welcher Situation wir uns eigentlich befinden, weil ich hin und wieder bei allem Streit, den wir hier führen, den Eindruck habe, dass das, was die Menschen zurzeit in diesem Land zu Recht bewegt, ein wenig in den Hintergrund gerückt wird. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert aktuell für die Weltwirtschaft, und ich betone für die Weltwirtschaft, einen Rückgang der Wirtschaftskraft von 4,9 %. Das hat es in dieser Form noch nie gegeben, und ich will in dem Zusammenhang natürlich darauf hinweisen, dass gerade die Bundesrepublik Deutschland, gerade das Bundesland Hessen mit einer starken Exportorientierung im Blick haben muss, dass losgelöst von den weiteren Entwicklungen der Pandemie in Deutschland, in Hessen, wir immer vor Augen haben müssen, dass auf dieser Welt gerade an ganz vielen Stellen die Dinge völlig aus dem Lot geraten sind und möglicherweise auch immer wieder aus dem Lot geraten. Wir haben hier die Aufgabe, zunächst einmal dafür zu sorgen, dass die Zahl der Neuinfektionen möglichst nicht wieder ansteigt.
Auch daran will ich noch einmal erinnern, denn manche könnten beim Blick so nach draußen und den sommerlichen Gefühlen, die sich da und dort einstellen, auf die Idee kommen, dass die Pandemie bei uns beseitigt ist. Das ist sie nicht. Und wir werden und müssen weiter akribisch daran arbeiten. Und das tun wir natürlich in der Landesregierung. Das tun alle Landesregierungen, die Bundesregierung, im Blick halten, welche Lockerungsmaßnahme führt denn am Ende des Tages möglicherweise zu welchen Ergebnissen in dieser Hinsicht. Aber ich will deutlich sagen, Kolleginnen und Kollegen, dass ich glaube, wir in einem Zwischenschnitt oder Schritt mal feststellen dürfen, dass wir bisher ganz ordentlich, und ich betone, bisher ganz ordentlich durch diese Krise gelangt sind. Und das ist heute Das ist heute zu Recht an einigen Stellen gesagt worden, aber ich will, und ich glaube, da sind wir uns einig, mal bei all denen noch einmal sehr, sehr herzlich Danke sagen, die mit großer Besonnenheit, aber auch mit einem unglaublichen Engagement dazu beigetragen haben, dass es so ist. Und das sind nicht nur die berühmten Krankenschwesterinnen und Pflegerinnen und Pfleger in den alten Tagesstätten, in den Altenheimen. Habe ich etwas falsch gesagt? Also, das sind nicht nur, ach so, Sie haben, das hätte ich erwarten können, ja, wenn ich so formuliere. Also, das sind nicht nur die Krankenschwestern, die Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, in den Altenheimen und in den Arztpraxen, also alle diejenigen, die im Bereich der Gesundheitsvorsorge tätig sind, sondern das sind auch ganz viele Menschen, die wir und meinen großen Respekt haben, sie, ich finde, dafür würdigen und auch mal deutlich hervorheben dürfen, die mit ihrer wirtschaftlichen Situation sehr besonnen umgegangen sind. Ja, ich kann mir vorstellen, wie es dem Taxifahrer ging und teilweise noch geht. Ja, ich kann mir vorstellen, wie es den Solo-Selbstständigen geht. Und ich kann mir vorstellen, wie es dem kleinen Handwerksmeister geht mit einem Unternehmen, das möglicherweise aufgrund seiner Betätigung am Markt Corona-bedingt in große Schwierigkeiten geraten ist. Ich finde, all denjenigen, die bisher jedenfalls für mich den Eindruck machen, dass sie a. selbst sehr besonnen mit dieser Krise umgehen, b. natürlich auch die staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen, aber auch in einer Art und Weise über ihre Situation berichten, uns Briefe und Mails schreiben, die immer wieder deutlich machen, dass viele auch Verständnis haben für die schwierige Situation auch der Politik. Ich finde, all denjenigen sollten wir und dürfen wir heute einmal sehr, sehr herzlich danken. Ein wenig Zweifel habe ich allerdings, ob diese Menschen, die ich gerade beschrieben habe, noch lange Verständnis dafür hätten, wenn wir hier in der Form der letzten drei, vier Wochen der Debatte weitermachen. Deswegen finde ich, ist es heute an der Zeit, dass wir darüber reden, was haben wir eigentlich konkret vor. Das will ich natürlich gleich tun. Aber ich will schon noch einmal wiederholen, dass wir nach wie vor, und dabei bleibe ich in fester Überzeugung, der Auffassung sind, dass eine Situation mit historischen Ausmaßen halt auch eine entsprechende kraftvolle Antwort braucht. Und in dem Zusammenhang will ich sehr deutlich sagen, für mich ist Abwarten keine Option. Für mich und uns ist Abwarten keine Politik. Für mich und uns ist Abwarten keine Lösung. Abwarten hilft niemandem der hessischen Bürgerinnen und Bürger. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer Krise gilt es nicht zu warten, sondern es gilt zu handeln. Und diesen Weg beschreiten wir. Und diesen Weg beschreiben wir. Matthias Wagner hat es ja beschrieben, was gerade die Europäische Union unternimmt, in welchen Dimensionen dort gehandelt wird. Unter der Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland wird es Programme in einer Größenordnung von 750 Milliarden € geben, übrigens mit einem Tilgungsplan von 30 Jahren. Das sage ich nur für diejenigen dazu, die immer wieder das kritisieren, dass wir auch einen relativ langen Zeitraum für die Tilgung vorgesehen haben. Der Bund mit einer Neuverschuldung, mit einer Neukreditaufnahme von 218 Milliarden €. Ich will das jetzt noch einmal hier an dieser Stelle, an diesem Pult sagen, Frau Kollegin Faeser, Herr Kollege Rock, Frau Schardt-Sauer und Herr Kollege Weiß. Ich habe jetzt, glaube ich, zum vierten Mal Sie gebeten, darzulegen, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen dem, was wir hier in Hessen machen,
beispielsweise im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen, weil Sie eben mal nach Zahlen gefragt haben. Sie haben bis heute darauf keine einzige Antwort gefunden. Ich habe Sie mehrfach gebeten, Frau Kollegin Faeser, zu sagen, was macht denn eigentlich der Bund, weil ich ihn gerade angesprochen habe, mit 218 Milliarden € Krediten für in großen Teilen Programme, die mehrere Jahre angelegt sind. Wo bitte ist der Unterschied zu dem, was wir machen? Wieso machen Sie in Nordrhein-Westfalen in der Koalition als FDP das alles mit einer Tilgung von 50 Jahren? Warum machen Sie im Bund das mit diesen gigantischen Neuverschuldungen, während Sie hier genau für die Politik, die wir in dieser Form praktizieren, nur Kritik und teilweise Häme finden? Ich verstehe es weiter nicht. Ja, und wir haben gesagt, wir müssen handlungsfähig sein. Der Bund hat erklärt, wir übernehmen einen Teil der Gewerbesteuerausfälle der Kommunen, Frau Schardt-Sauer. Ich weiß nicht, wann das fertig ist, was der Bund uns vorlegt. Auf jeden Fall wollte ich im Verlauf des Sommers oder im September oder im Oktober nicht sagen können, wir sind noch nicht so weit wie in Hessen, weil wir dort 660 Millionen € aus Landesmitteln benötigen, wenn wir den Kommunen in dieser Form helfen wollen. Und, meine Damen und Herren, Sie kennen unsere Idee, wie wir die Kommunen stützen wollen mit 2,5 Milliarden €. Das will ich jetzt auch einmal sagen, Frau Kollegin Faeser. Also die einzigen Sozialdemokraten, die ich jetzt, bisher jedenfalls kenne, die damit ein Problem haben, sind die Sozialdemokraten im Hessischen Landtag. Kommunalpolitiker der SPD finden das gut, was wir dort machen. Ja, und wir haben in dieser Woche im Ministerium darüber gesprochen, und wir beginnen jetzt in der Sommerpause mit den Gesprächen mit den Kommunen, indem wir mit den Kommunen darüber reden, wie verteilen wir denn die 1,2 Milliarden Gewerbesteuer, die jetzt von Bund und Land in Richtung Kommunen neu aufgestellt werden. Wir beginnen im Sommer schon mit den Kommunen und natürlich dann, wie besprochen, im September mit den Kommunen darüber zu reden, wie gehen wir mit diesem Paket von 2,5 Milliarden € insgesamt aus, beispielsweise um auszugleichen, jedenfalls soweit möglich auszugleichen, das, was der kommunale Finanzausgleich möglicherweise an Minus hat. All das machen wir jetzt und nicht irgendwann am Jahresende, sondern wir machen es jetzt. Und ich glaube, ich muss nicht mehr wiederholen, wie oft wir hier erklärt haben, warum wir sicher sind und der Meinung sind, dass die Kommunen die Sicherheit brauchen, dass diese Hilfe auch kommen wird, und zwar über den 31.12. dieses Jahres hinaus. Ich will natürlich auch über die anderen Dinge reden. Und Frau Kollegin Faeser, ja, Frau Kollegin Faeser, natürlich werden wir heute auch und in den nächsten Tagen und Wochen darüber reden, was wir sonst noch alles machen. Der Wirtschaftsminister hat heute in einem Interview in der FAZ mal einzelne Punkte dargelegt. Die muss ich, glaube ich, hier nicht alle vortragen, wie wir weiter mit Soforthilfe und Überbrückungshilfen, teilweise in Ergänzung des Bundes und dessen, was der Bund macht, die Wirtschaft stabilisieren wollen. Und wer sich in den letzten Tagen mal mit dem hessischen und dem deutschen Arbeitsmarkt beschäftigt hat, wer sich mal mit dem hessischen Arbeitsmarkt und dem deutschen Arbeitsmarkt beschäftigt hat, der könnte auf die Idee kommen, dass die Krise nicht vorbei ist. Frau Kollegin Faeser, und wenn Sie sich jetzt schon wieder darüber beschweren, dass mal was in der Zeitung steht, Sie eben oder Ihr Vertreter in der Rede sagt, wir wissen ja nichts, Sie haben doch alles von uns, was wir machen wollen. Sagen Sie doch mal bitte nicht, dass Sie nicht informiert sind. Wir haben Ihnen erklärt, wir werden alles und jedes dann durch den Haushaltsausschuss bringen müssen. Natürlich wird das parlamentarische Befassung haben. Wir werden heute noch einmal auch die Öffentlichkeit über die einzelnen Punkte informieren. Was wollen Sie denn eigentlich noch an Transparenz und Information zu dem, was wir hier machen? Was bitte schön denn noch? Wir wollen und müssen die Wirtschaft und die Arbeitsplätze stabilisieren. Wir machen etwas für die Kultur. Das haben Sie gefordert, für auch die Einzelunternehmer im Bereich der Kultur. Wir machen aber auch etwas für die Vereine, weil es schade wäre, wenn in einer solchen Krise teilweise jahrzehntelange, jahrhundertealte Strukturen zerstört würden. Das können und dürfen wir nicht zulassen. Wir werden uns natürlich um die Ertüchtigung weiterhin Ertüchtigung im Bereich der Gesundheitsvorsorge für die Krankenhäuser kümmern. Ja, wir werden aber auch uns jetzt schon um die Bauwirtschaft und um die Konjunktur
möglicherweise Konjunktureinbrüche im nächsten, übernächsten Jahr in der Bauwirtschaft kümmern. All das machen wir jetzt. Und all das erwarten auch die Menschen von uns. Und all das muss jetzt Vorrang haben vor der Debatte um formale Fragen, von mir aus auch um Verfassungsfragen. Das gehört dazu, dass wir darüber reden. Damit habe ich kein Problem. Aber die Menschen haben gerade andere Sorgen als die, die wir teilweise hier im Hessischen Landtag diskutieren. Und um es noch einmal zu sagen, Herr Kollege Rock, weil Sie die 12 Milliarden € immer so absolut stellen, ich möchte es jetzt hier noch einmal wiederholen. Diese 12 Milliarden € betreffen einen Zeitraum nach unserer Vorstellung von 2020 bis 2023. Das sind 4 Jahre, 3,5 Jahre, wenn Sie mögen. Das heißt, wir reden über 3 Milliarden € pro Jahr, wenn man das einfach einmal durch 4 teilt. Wir reden bei den 12 Milliarden € darüber, dass wir alleine Steuermindereinnahmen haben, konjunkturelle und strukturelle Steuermindereinnahmen des Landes in diesem Zeitraum von 6,5 Milliarden €. Wir reden von 3,5 Milliarden € Steuermindereinnahmen bei den Kommunen. Das sind zusammen 10 Milliarden €. Diese Minuszahlen der Steuern haben wir nun einmal, und die werden sich vielleicht im September noch ein wenig verändern. Wie viel wissen wir alle nicht. Aber wir müssen doch damit umgehen, und dann hören Sie auf, so zu tun, als würden wir hier gerade einmal 12 Milliarden € aufs Konto legen, um damit irgendwelche Politiken der Landesregierung zu betreiben. Wir machen hier schlichtweg Krisenbewältigung mit diesen 12 Milliarden € und sonst gar nichts. Und ich will zum Schluss kommen, Kolleginnen und Kollegen. Meine herzliche Bitte wäre, dass wir in den Debatten, die vor uns liegen, und das wird heute nicht die letzte sein, da bin ich sehr sicher, wir werden im Sommer im Haushaltsausschuss schon über die ersten Dinge reden. Wir werden im Sommer schon im Haushaltsausschuss, wir haben dort Vorschläge gemacht, dass wir uns auch natürlich in der Sommerpause treffen und dort Entscheidungen treffen, über einzelne Punkte reden. Ich bin einverstanden, dass wir weiter über Sinn und Zweck von verschiedenen Vorschlägen der Landesregierung natürlich auch streiten. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich wäre dankbar, wenn wir das in einer Art tun, die wir teilweise in der letzten Woche, na ja, ich sage jetzt mal in alle Richtungen, jedenfalls nicht immer alle hinbekommen haben. Aber, Herr Kollege Hahn, ich werde auch nicht wehleidig, keine Sorge. Und ich bin auch bereit, wer eine klare Vorstellung von Politik hat, muss auch Kritik einstecken können. Das gehört zu einem solchen Amt, wie ich es bekleiden darf, seit 3,5 Monaten dazu. Das akzeptiere ich ausdrücklich. Aber ich finde und bitte, wir sollten hin und wieder zumindest versuchen, den sachlichen Streit zu suchen und nicht die persönliche Attacke und die Fragestellung der persönlichen Integrität. Das wird jedenfalls nicht meine Art des Umgangs mit diesem Parlament sein. Das sage ich Ihnen zu, und das halte ich auch für selbstverständlich. Insofern freue ich mich auch über die Diskussion, die wir in den Ausschüssen und im Hessischen Landtag auch weiterhin führen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.